Hey Leute, hier ist Ansu. Und letztens hat ja jemand gefragt, ob ich mehr Vlogs machen könnte. Und ich habe gedacht, wir versuchen das Ganze einfach mal. Denn ich gehe heute nämlich in den Asiamarkt bei uns. Bei uns gibt es leider keinen richtigen japanischen Supermarkt, sondern meistens sind die eher von Koreanern oder Vietnamesen betrieben. Und ich weiß dann immer nicht, was von dem ganzen Essen wirklich japanisch ist, beziehungsweise was überhaupt lecker ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse mir einfach mal von meiner Tandempartnerin zeigen, was gut ist und was schmecken könnte. Und dann werdet ihr nachher sehen, was sie mir empfiehlt und was ich dann auch wirklich kaufe. Das ist mit Sesam. Hm? Sesam. Sesam. Okay. Oishi. Tabun. Tabun. Yakitori. Yakitori no tare. Tare wa. Ah, okay. Das ist auch japanisch. Hm. Oishi. 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 Niku ni oder wie sagt man, ich benutze es für Fleisch. Niku ni. Nico nie zu kau. Karamell war. Drauf? Geht. Ja, drauf, drauf machen? Okay, und dann Yaku ist braten. Ja. Hey, drauf machen, braten. Nur drauf machen und. Ah, nur drauf machen und braten. Taksan, Shurei ga aru. So, sorry. So, zenbu wa, wie sagt man, scharf. Tabun. Karai. Karai. Komisch. Takoyaki. Takoyaki. Fischbällchen mit Tintenfisch tiefgefroren. Alt. Sogar ne. Chiga. Warte, 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 warte. Tsuyoku nan daro to iu. So nan daro no imi wa nan desu ka? Nan daro wa. どの種類は一番？種類は何ですか？ Medium. Okay, es gibt gar kein Asi, sondern nur scharf, noch schärfer und am schärfsten. それはnatto. Natto ですか? でも高い. Fast 5 Euro. もちが買いたい. たぶんリッチ。リッチ? リッチ? とても好き. Mate, ocha no mochi tabetakotogaru. Totemoski. Totemoski. Taro mochi mo totemoski. Taro. Taro? Tari. Ne. Taro. Nandaro. Wakanai. Demo, sore wa. Taro. Taro mochi. Taro. Namae wa taro mochi. わからない あ、それは、小豆。小豆。小豆、いや。これは本当にノマール。うん。ノマールは普通。普通のもち。うん。俺普通な。普通の。普通の大福。大福。大福。はい、これ。はい、でももち。 Mochi mit Azuki. Mochi mit Azuki ist Daifuku. Hier ist auch Taro Milk. Taro Milk. Aji wa Taro Milk. Taro Milk? Ja. Taro. Taro. Taro wa nan desu ka? Mita koto ga nai. Imo. Imo dakara, Kartoffeln. Taro. So kanji wa imo. Imo, mango. Mango. Oh, sugoi. Sugoi ne. Ah, es gibt auch green tea. Hey, green tea. Red bean. Hey, sugoi. Hier. Ah, hontou da matcha. Matcha azuki. Matcha. Ah, sugoi. Matcha und azuki. Sore wa sugoi.
So, Donnawa Kaitai. Nachdem wir dann aus dem Asiamarkt raus sind, waren wir dann noch bei H&M, aber da haben wir halt auch nicht wirklich was gekauft und dann haben wir zusammen Milchreis gemacht und genau, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich so gekauft habe. Da haben wir hier als erstes Sojasauce. Wir haben erst keine japanische Sojasauce gefunden, sondern nur chinesische. Und dann haben wir noch die von Kikkoman gefunden, die halt echt super lecker ist, aber die war mir ein bisschen zu teuer und deswegen habe ich dann die hier genommen. Das ist auch eine japanische Firma. Und bei Kikkoman hat vielleicht die Hälfte, wenn überhaupt, schon 2,20 Euro gekostet. Und das Ganze hat jetzt hier 2,90 Euro gekostet. Und ist aber auch eine gute Sojasauce, also halt auch eine japanische und ich denke mir, die wird ganz gut schminken. Dann habe ich Dashi gekauft. Das ist so ähnlich wie Brühwürfel vielleicht, aber irgendwie noch ein bisschen anders. Aber es ist vor allen Dingen für Suppen und ähnliches und das kam 2,20 Euro. Dann habe ich Edamame gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das sind so grüne Bohnen, aber halt asiatische Bohnen. Ich kenne die halt nur unter dem Namen Edamame und ich liebe diese Bohnen einfach. Schmecken eher ein bisschen wie Erbsen, finde ich, aber sie sind mega, mega lecker. Und die kamen 2,30 €, was jetzt für, wie viel ist da drinne? 500 Gramm, relativ okay ist. Dann habe ich, genau, dann einfach mal hier unspektakulär ein paar Nori gekauft. Die kamen 1,60 €. Und dann habe ich ewig bei den Nudeln mich nicht auskeksen können und habe dann aber jetzt Udon gekauft. Das sind zwar koreanische Udon, aber ich habe die genommen anstatt den japanischen, weil hier hinten noch so Suppengewürz mit drin ist, also dass man dann gleich die Udon-Suppe auch machen kann. Und genau, das sind 3 Portionen und die kamen 3,05 Euro. Und dann habe ich noch 2x Mochi gekauft. Da haben wir hier erstmal welche mit Sesam. 2,20 € für 6 Stück, was in Ordnung ist. Davon haben wir halt auch schon welche gegessen, deswegen ist das jetzt hier auch schon offen. Und weil das halt typisch japanisch ist, habe ich einmal die genommen. Und dann habe ich eben noch hier ganz traditionell auch grünen Tee Mochi nochmal genommen. Und die sind sogar wirklich richtig mega japanisch, weil das ist grüner Tee und rote Bohnen, also Azuki. Das sind die zwei Sachen, die vom Geschmack her typisch japanisch sind und ich liebe die beiden Sachen so und sie sind da drin zusammen und ich glaube, ich werde sehr viel Spaß haben, wenn ich die hier esse. Es gab halt leider wirklich gar nicht so viele japanische Sachen, wie ich das halt schon befürchtet hatte, aber so ein bisschen was haben wir am Ende doch noch gefunden. Also ich werde irgendwann vielleicht nochmal hingehen und ein, zwei andere Sachen kaufen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, schreibt es mir in die Kommentare, abonniert, was auch immer ihr... Folgt mir auf Social Media, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, ist es auch okay. Ich mache eigentlich nur random Stuff. Dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Was in dem nächsten Video passieren wird, kann ich euch einfach noch gar nicht sagen, weil ich zurzeit überhaupt keinen Plan habe. Ist die Perspektive gut? Wenn euch die Perspektive gerade gefällt, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben. Ich bin nämlich gerade verwirrt, ob mir das gefällt.